Hallo Römer, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda Picross. Wir machen gleich weiter. Würde ich sagen. Jo. Nö? So, was haben wir? Okay. Wir haben unten erstmal eine 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Zack. Haben wir hier eine 2, eine 1, 1, 1. So. Ich muss mal kurz meinen Sound ein wenig leiser machen. Wir haben hier unten die 5. Ist das eine 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 1 ist weg. Dann noch 3x, 11, 14. Dürfte gehen, oder? Zack, 1, 2. 1, 1, 2, 3, zack, 1. Ja gut, nicht ganz, aber haben wir Glück gehabt. So, hier ist eine 1, hier ist eine 2, hier ist eine 1, 2, 3, 4, 2 und 3. Das heißt, die 8 ist definitiv hier. Dann haben wir hier eine 2, dann haben wir hier noch die 2, zack. 2, zack, 1. Hier kann keine 2 rein. Haben wir hier eine 3, zack, 1, zack, 1, zack, 1, 2, 3, so. Die 6 geht bis mindestens hier. Und kann hier schon mal nicht mehr das hin. So. Hier kann keine 3 hin. Hier kann keine 2 hin, also ist das hier die 1. Zack, 1, 2, zack, 1. Okay, dann können wir hier und hier ein X machen, beziehungsweise ein Feld markieren. Hier haben wir schon mal keine 2, das heißt, das muss die 2 sein. Ist das hier auch eine 3 und dann haben wir diese Gonzo-Reue komplett fertig. Dann, ja, hier wissen wir nicht, ob hier die 1 ist. Hier haben wir die 6 fertig. Hiermit also die 3, dann haben wir hier eine 2, zack. 4 geht da. 4 geht auch hier bis hier. Das hier muss eine 1 sein. Das heißt, wir wissen, dass hier die 3 hinkommt. Haben hier also 2. Haben wir da eine 1. Muss hier noch eine 1 und die 3. Können wir das hier auch schon mal alles wegixen. Hier kommt keine 2 hin. Das heißt, hier kommt eine 3 hin. Und hier ist die 2. Weg. 4. 2. X. Das kommt weg. Das weg. Zack. 2, 1, 3, 3, 3, zack. 2 und 2. Haben wir hier schon mal die 4 vorbereitet. Wissen wir, hier kommt keine 2 mehr rein. Hier muss irgendwo eine 2 und dann kommt hier die 2 rein. Hier haben wir das X, zack, und hier die 2 fertig. Eine 1. 1, 2, zack, 1. Also muss hier auf jeden Fall eine 2 rein. Also kommt hier schon mal ein X hin. Hier haben wir noch eine weitere 1. Hier die 2 und die 1. 2. 2. Ja, dann kommt hier die 1. Cool. Und das auch schon mal. Wissen wir, dass das eine 1 ist und das hier die 2. 2, 2. 1, 2. Zack. Hier haben wir noch eine 1. Hier haben wir eine 2. Haben wir auch alle Einsen fertig. Zack. Zack. 1 und hier kommt noch irgendwo eine 1 und die kommt hier hin. Haben wir das alles? Nein, so. 1, zack und 2. Haben wir hier eine 1 und hier eine 1. Und die letzte 1 kommt da. Sehr schön. Wir haben ein Hühnchen. Wir haben ein Hühnchen gemacht, Leute. Ein Hühnchen. Ist das nicht süß? Man merkt, die Folgen bzw. die Dings gehen schon immer länger, ne? Runden hier. So, wir haben hier erstmal eine 5, die kommt da nicht mehr rein und hier auch nicht mehr. Das hier schon mal nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, zack, 1, 2, 3. 3, zack, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann so. Hier wissen wir, kommt das alles hin. Das hier ist die 3 und das ist die 5. Sehr schön. Wissen wir, dass wir hier xen können. Und hier noch xen können. 1, 2, 3, 4, 5.
Zack, 1, 2, 3, zack. So. 2, 3, 4. Zack, 1, 2, 3. 1, 2, 3, zack, 1, 2, 3, 4. Okay, die 4 wird hier noch angezeigt. Haben wir hier eine 2 fertig. So. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier kommt schon mal ein X hin, definitiv. 5. Zack, 1, 2. Ja, dann muss hier noch die 2 sein irgendwie. Warte mal. Können wir das alles auch schon markieren? So, ja. Dann haben wir hier die 1. Hier oben haben wir die 2. Haben wir hier eine 1. Dann muss das die 3 sein, ne? Ja, klar. So. Haben wir hier schon mal eine 2, definitiv. Und hier haben wir eine 1. So. Hier die 2, zack. 1, 2, 3, 4. Zack, 1, 2. Oh, perfekt, passt perfekt. Zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack, 1, 2, passt auch. Sehr nice. Dann haben wir hier die 2 schon mal fertig. Haben wir hier die 2 und die 1 abgehakt. Zack, zack. Kann hier schon mal keine 4 mehr sein. Also ist hier die 4, hier die 5, hier die 3, hier die 3. Zack, 1, 1, zack, 1, 2, 3. Ja, dann kommt hier schon mal die 3 und hier ist die 4 und die 5. Das kommt weggext. Hier haben wir die 3. Hier haben wir die 3 und hier haben wir die 3. Dann muss hier eine 1 sein. Und das muss so sein. Hier haben wir 2, hier haben wir 2 Einsen. Hier haben wir eine 1 und hier ist die 2. Sehr gut. Zack. Wir hier eine 2 und hier muss noch eine 1 hin. Also wir wissen, das kommt weg. Hier kommt die 2 hin. Haben wir die 2, hier ist eine 2. Hier ist die 1. Dann haben wir hier die 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack. Dann haben wir hier die 7. So. Dann wissen wir, hier ist die erste 4 und hier unten die zweite 4, die 5. Die 2, eine 3, hier haben wir eine 1, zack und zack, das heißt, das hier ist die 5, dann kommt hier die 1 rein, dann haben wir die 5 fertig, das ist eine 3, das ist eine 2, hier haben wir eine 1 und eine 1, 2 ist fertig, 2 kommt hier hin und die 1 kommt hier hin und hier, schön. Oh, super Commentary, ne? Wo was wie wann hingehört. Sturmbumerang. Cool. Ich liebe den Bumerang in Zelda. Das ist eine geile Waffe. Zack. Ah, schade. Kein so cooles Feld gemacht. 1, 2, zack. 1, 2, zack. 1, 2, 3. 1. Zack. 1, 2, 3, 4. 4 haben wir. 5 geht bis mindestens dort. Zack, 1, 2, 3, 4, 5. Ein Feld haben wir, das heißt, hier kommt die 3 auf jeden Fall hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack, 1, 2, zack, 1. Okay. Ich habe es einfach mal riskiert, Leute. Und gehofft, dass es richtig ist. So, die 5 geht bis da mindestens. Das hier ist schon mal eine 2 irgendwie. Hier ist eine 1 und eine 6. Hier unten kann die 6 schon mal nicht mehr hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 6. 2 Einsen. Sehr gut. Hier haben wir eine 1 auf jeden Fall. Und hier oben kann es auch eine 2 sein eigentlich. Hier kommt eine 3 weiterhin. Dann ist das hier auch eine 3. Haben wir hier die 2. So, dann muss das hier die 2 sein tatsächlich. Hier kommt eine 3 hin. So, dann kommt hier noch eine 1 hin. 1, 2, zack. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. So, das hier muss mindestens eine 4 sein, ja. Dann wissen wir, dass
Hier auf jeden Fall X hinkommen, ne? So. So kommen die X, genau, okay. Das hier hinten könnte eine 2 sein eigentlich, ne? Wir wissen, dass das hier 2 Einsen sind. Definitiv. Dann wissen wir auch, dass hier nur noch die 2 hinkommen können. So. Das hier ist die 1 und das hier ist eine 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, da können wir noch eins wegixen. Und so machen. So, dann haben wir hier oben definitiv die 1. Das hier ist die 3. 1, 2, zack, 1, 2, 3, zack und zack. So, dann haben wir hinten... So, die 6, genau. Zack, zack, 1, okay, dann muss hier noch eine 2 hin, dann haben wir die 1 hier auch. 2, 3, 4, 5, 6, zack, 2, die 3 kommt hier hin. Kommt hier auf jeden Fall die 3 und hier die 2 und die 1. Es könnte noch eine 2 sein hier. Das muss sogar eine 2 sein und eine 1. So. Weil sonst hätte das nicht mehr so hingehauen. 1, zack, 1, 2. Hier hinten kommt definitiv eine 2 rein. Das heißt, wir haben hier 2 Einsen. Hier eine 2 und hier die 3. So, dann ist das hier die 2 und hier kommt die 1 hin. Das hier musste 3 sein. Und hier kommt die 4. So, das hier ist eine 1 und das ist eine 1. Das heißt, hier kommen nur noch die 2 Einsen und die 6 ist hiermit auch fertig. Dann haben wir hier die 2 auch fertig. Da kommt die 1 nicht mehr rein. Jetzt haben wir hier 2 Einsen, okay. 5 ist fertig, oh okay, habe ich gar nicht gemerkt. Dann ist das hier eine 1 und dann kommt hier die 6 hin. Durch die 3 dann auch fertig ist. Hier kommt die 3 hin. Die 2 hier. Zack. 2, zack. So, hier haben wir die 6. So, 2, zack. Hier muss die 5 hin. Kommt nur noch hier unten die 1. Und hier die 5. Und die 4 ist hier fertig. Damit hätten wir das. Das hier ist eine 2. Das hier ist die 3, okay. Die 5, 4 kommt dorthin. Haben wir hier die 2 auch fertig. Das heißt, hier kommt die 2 runter. Hier ist eine 2. Hier haben wir eine 1. Das hier muss eine 3 sein. 2, zack, 1. 1, 1. Hier muss noch eine 2 irgendwo rein. Das hier ist die 1. Merke ich gerade. Das ist die 3. Das heißt, das hier ist eine 4. Und dann haben wir hier oben noch die 1. Zack. Da unten die 1, meine ich. So, das hätten wir... Da muss hier noch eine 2 rein, haben wir die auch abgehakt. 1, zack, 1, 2. Das ist nicht die Vogelscheuche. Horror-Kit, danke. Vogelscheuche. Hätte auch sein können, ne? Okay. Eine 13 haben wir hier, alles klar. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, haben wir hier die 2. 2, 3, 4, 5. Die haben wir hier. Haben wir das schon mal. Dann können wir hier schon mal alles wegixen. Weil nur hier unten die 2 reinkommen kann. So. Hier haben wir eine 1. Das heißt, die 5 ist hier. Das ist ja geil. Haben wir hier die 2. Das kommt weg. Alles weg. Nein, das nicht. So. 13. Haben wir hier... Das sieht aber auch aus wie ein einfaches, wenn ich mir das jetzt gerade so angucke. Hier ist eine 1. Hier ist eine 1. 8 und 15. 8. Nee. 5, 6, 7, 8. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So. Die 9. Bis hier ist 9, ne? So und so. Hier haben
haben wir das schon mal. Zack. Hier kommen keine 2 mehr, da kann keine 2. Die 4 kann nicht mehr hier, hier nicht. Hier die 3 nicht mehr, das kann alles weg. Nein, das nicht. Ganz viel weg. Richtig viel. What the fuck? Das kann alles weg. Hier muss die 1 rein, weil hier die 3 rein muss. So, hier kommt irgendwie die 4. Dann ist hier die 2. Zack. Und da merkt man, es gibt sehr, sehr einfache Rätsel, die von der Symmetrie her alleine schon los, so fit gehen. Hier kommt eine 1. Dann haben wir hier schon mal irgendwie eine 2. Hier haben wir 2 Einsen noch übrig. Das kann auch eine 2 sein. Das hier muss die 3 sein, weil das hier die 4 ist. Kommt hier noch eine 1. Ist das die 2? Zack, zack. Hier unten noch und so. Das Masterschwert. Ach so. Ja gut. Das erklärt einige, ne? Sehr geil. Okay, 1 schaffen wir noch. 1 machen wir noch. Fangen wir mal hier hinten an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, jetzt hab ich's. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, hä? 5, zack. 4 ist hier. 1, 1, 2. Haben wir hier 2 Vieren. So, haben wir hier unten haben wir eine 7. Geht das denn auf, wenn ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann ist das hier die 2. Das muss sogar so sein. Stimmt, okay. Sehr gut. Sonst hätte das nicht mehr so gepasst. Hier haben wir die 3 und hier muss eine 1 sein. Das heißt, hier haben wir mit 2. Kommt das weg. Muss man hier noch einen hinmachen. Dann haben wir hier noch die 4, zack. Die 3 haben wir auch. Kommt hier ein X. Hier die 5. 2, 3, 4, 5. So, das hier weg. Das sind doch 7. Lull. 3, 2, 2, 1, 1, 3, 2. Dann muss das hier die 3 sein. Hier hinten haben wir schon die 4, merke ich gerade. Und hier die 2. 3 haben wir hier auch fertig. Hier ist die 5 fertig. Das heißt, die 11 haben wir hier. So. Haben wir hier eine 1, hier haben wir eine 3. So, was haben wir hier noch? Eine 2 haben wir hier. Also und hier eine 3 dann. Hier eine 2. 1, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 1 und 3. Dann muss hier die 2 rein. Hier haben wir eine 1. Das hier ist hinten die 1 auf jeden Fall. Hier ist eine 1. Hier ist eine 3. Hier eine 2 und hier eine 3. Hier muss die 3 rein. Das heißt, hier kommen wir schon mal nicht mehr die 5 rein, merke ich gerade. Okay, fangen wir mal hier oben. Machen wir hier oben mal weiter. So. Muss das eine 1 sein? Ja, es muss eine 1 sein, aber dass die eine 3 ist. So. Haben wir hier auch die 2 fertig. Haben wir hier eine 1. Haben wir die ganze Reihe fertig, merke ich gerade. Okay, hier haben wir noch eine 1 drin, okay. Hier haben wir noch eine 1. So, das kommt weg. Das hier muss verbunden werden. Das heißt, wir haben nur noch einen Platz frei. So, dann haben wir hier die 1, zack, 1, 2, 3. Das könnte sein, natürlich, ne? Ja, muss sogar. Okay. Ich habe die 2 da oben nicht gesehen gehabt. Haben wir hier definitiv noch die letzte 2. Haben wir hier eine 2. Und hier 2 Einsen. Schön. Das kommt weg. Zack. Haben wir hier die 2. Zack. Hier haben wir die 6. Hier die 5. 2. 3. 1. 1. 2 und 2.
Hier kommt keine 2 mehr. Hier ist die 2. Hier ist die 2. Hier ist eine 2. Okay. 1. Zack. 1. Schön. Haben wir doch noch gut in den Part geschafft, Leute, würde ich sagen, ne? Link. Sehr cool. Wir haben 5 Level heute gemacht. So wird es jetzt auch erstmal weitergehen, denke ich. Hier werden wir vielleicht nicht mal mehr 5 schaffen. Doch hier unten vielleicht nicht mehr. So. Aber gut, wir machen im nächsten Part dann hier mit den 5 weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!